Blind Painting? Blind Painting ist ein künstlerischer Prozess, bei dem ein Porträt entsteht, das einen ganz besonderen Wert hinterher hat. Es ist also ein Porträt, ohne etwas zu sehen? Nein, dieses stimmt auch nicht so. Das Modell legt die Farben fest und es sind drei Schritte, die durchgegangen werden. Der erste Schritt ist ein mit verdeckten Augen gemalte Umsetzung von Begriffen, die mir das Modell sagt. Dann male ich in diese entstandenen Zeichen hinein ein Porträt des Modells. Und im dritten Schritt wird noch einmal, ach, wie soll ich das sagen, das Porträt oder die Form des Porträts mit einem Pinsel oder einem Stift nachvollzogen. Mit verdeckten Augen natürlich dann. Deswegen Blind Painting. Eigentlich nicht. Ich habe das Ganze auch schon mal als Aktion gemacht. Und wir haben neulich einen Prozess aufgezeichnet mit David Riedel zusammen. Porträtmodell mischt die Farben? Nein, die Farben mische ich. Das Porträtmodell sagt mir 5 verschiedene Farben. Ich mische sie an, zeige sie ihm und das Modell entscheidet, ob es diese Farben nehmen will. Diese Farben benutze ich dann hinterher zum Malen. Ich kann auch noch blau wieder dazu machen. Nee, das ist sehr gut, aber irgendwie dieses Grün ist halt noch nicht so. Soll gelber sein, ne? Ja. Oh! Ja, das war super. Genau, so ein komischer Name. Ich glaube, das sieht gut aus, wenn es so ein bisschen dünner ist, ne? Dann sieht man das ein bisschen. Soll? Mutig dabei. Noch mehr? Ja, gut. Was für Begriffe nennt ihn das Porträtmodell im ersten Teil? Es sind unterschiedliche Begriffe. Es können Dinge sein, die ich dann einfach umsetzen kann, wie Kirsche, Apfel oder ähnliches. Aber auch Geschwindigkeit, vorwärts. Also Dinge, die das Modell gerade bewegen. Was soll ich dir für Begriffe sagen? Du sollst mir Begriffe sagen? Also ich setze die Brille auf. Ja. Du suchst einen Pinsel aus, ja. Nimmst eine der Farben, tust den Pinsel rein, sagst mir einen Begriff. Ich versuche den dann hier irgendwie symbolisch auf diese Leinwand zu bringen. Ah. Also beispielsweise bei dem Bild da oben der Apfel. Ja. Das war dann so ein Begriff. Aber das können auch Begriffe sein, die nicht real sind. Das weiß ich. Da. Oder. Irgend sowas. Hättest du mir das nicht zweimal vorher sagen können, hätte ich mir schon was überlegt. Nein, das soll ja spontan sein. Ach so, spontan. Okay. Im Dunkeln finsteren Wald. Und Begriff? Der Schwarzwald. Schwarzwald? Der Schwarzwald muss natürlich. Nee,
ist der Hochschwarzwald, ne? Ja, ist schon Feldberg. Schwarzwald. Das war alles? Das war alles. Kannst du den Schwarzwald nicht noch ein bisschen Schwarzwälder machen? Mehr machen? Wenn ich treffe? Ja. Jetzt. Dauernd über den Weg. Weil ich mein Patensohn da war und er lebt im Mittelschwarzwald. Jetzt kannst du Dunst malen. Noch eine Kirsche. Herzkirsche, ne? Ja, am besten zwei. So mit so einem Gestänge da dran. Ist die vom Rückspiegel raus oder? Nee. Das Ding sieht irrsinnig komisch aus. Wir haben keine Hörner. Die Augen sind ja auch unten. Ah! Und ein schönes Ei. Ja, mein Beulenhut. Das ist ein Beulenhut. Ein Beulenhut. Da noch ein Porträt dann draufkriegen sollen, weiß ich ja jetzt auch noch nicht. Oder den Beulenhut. Jetzt habe ich ganz viele Dinge benutzt, die irgendwie was mit mir zu tun haben. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Gut. Total erschrocken. Ich bin gar nicht erschrocken. Das ist die haben sehr viel Kunst unter anderem von Martin Kittenberger. Ja. Deshalb das Ei, deshalb der Schwarzwald. Und Kittenberger war ja auch wirklich klasse. Das ist nun mal mein großer Held. Mein Punkt ist wieder weg. Egal. Ja, schade, dass du so früh das Zeug halt. Ja, eine breitere Masse, kennt man so auch den Namen. Schon ja, ich muss ja auch.
klein, ja. Wenn ich das in die Mitte reinbaue. Jetzt weiß ich auch wieder den Namen. Wolfer. Ah, okay, ja. Ach, das gibt's doch nicht mehr genau. Hauser, Wolfer. Ja. Die Frau von meinem Sohn, die gesagt hat, dort. Ja, okay. Ja, das ist einfach super schön. Aber ich kenne dich ziemlich gut. Also, mein Haar ist so ein bisschen üppig, aber ansonsten. Das ist schon mit dem Bart jetzt direkt weg. Kinn an Kinn. Ja. Es war 1983 und ich suchte nach einer ganz bestimmten Art und Weise, jemanden anders darzustellen. Ich habe damals allerdings auf Papier gearbeitet und es wurden Ölkreiden dazu benutzt und das gezeichnete Porträt entstand als Bleistiftzeichnung. War der Prozess, außer dem Materialunterschied, damals exakt so wie jetzt? Nein, ich habe damals auf drei verschiedenen Medien gearbeitet. Das heißt, ich habe drei verschiedene Blätter benutzt und habe diese Blätter dann untereinander oder übereinander oder nebeneinander gehängt. Das heißt, es gab also ein Blatt mit den Begrifflichkeiten. Dies war aber zu Anfang bei den ersten nur Richtungsangaben. Das heißt, ich habe auf dem Blatt nur Richtungen nachvollzogen, die mir das Modell vorgegeben hat. Dann gab es das Blatt mit dem Bleistift gezeichneten Porträt
und hinterher das Blatt mit dem in Ölkreide nochmal vollzogenen Blindenporträt. Dass ich jetzt auf einer Leinwand arbeite? Es muss Mitte der ersten Dekade des neuen Jahrtausends gewesen sein, dass ich dieses Bedürfnis hatte, ein anderes Material zu benutzen, zu malen. Deswegen habe ich mal Leinwand genommen und Acrylfarbe. Und da ist dann auch dieser Step mit den fünf Farben, die angemischt werden, dazugekommen. Ja, das Ganze fand auf drei Leinwänden dann damals statt. Das Porträt ist ja kein normales Porträt. Wie würden Sie es bezeichnen? Es ist das Dokument eines künstlerischen Prozesses, den ich gemeinsam mit einem zweiten Menschen durchschreite. Warum dieser Unterschied? Ich nehme denjenigen, der gemalt wird, mit auf eine wahnsinnig spannende Reise. Und das, was hinterher stattfindet, das, was hinterher bleibt, ist ein Dokument eines Kommunikationsprozesses, wie man ihn sonst kaum erleben kann.